machen wir das Hackele Ohr. Gern, Andreas, machen wir das bitte auch. Ausgerechnet jetzt. Wir haben das schon noch nur raus. Das ist euer Mann. Und du findest es angeboten. Hallo, liebe Nachbarin. Hallo, Tobi. Mögt ihr uns, meine Ruhe? In Inselhaus geht's friedlich zu. Mein Tobi, im Morgen ja. Wenn du zu kämpfen warst, nur weil deine Monika sich das einbildet, dann bist du in meinen Augen ein Ehekrüppel der übelsten Sorte. Jetzt aber schon mal halt noch, ha? Und ich sag nein. Reise macht man nicht so hoppla hopp. Das ist die nette Hilfe. Hallo. Das ist doch Frau Huber. Jetzt kommt der noch. Er fahren wir nicht mal in den Urlaub fahren. Hast du das Geld nicht verstanden? Was hat denn hier für eine Krautkraft? Na schau, die Jugend. Grundlegende Verhaltensregeln, die auch heute noch Gültigkeit haben. Der Fachmann spricht. Wo kommst du jetzt her? So plötzlich. Ja, wo sperrt sie jetzt so? Ich habe nicht gleich geschrieben, dass ich hin. Ich habe vor 20 Jahren bekommen. Doch, lass doch ja nicht einfallen, mir im Haushalt helfen. Und der soll mit jahrelang Ehemann, der muss auf seine Würde achten. Die Schwiegermutter! Ja, da hast du ja schlecht gekonnt zum Verschwinden. Jetzt kannst du gleich mit der Monika mitgehen. Was soll denn das? Du fährst doch mal nach. Ja, das ist nicht mehr mein Problem. Nimm deinen Koffer und schau das aus. Ein anständiger Mann macht keine übertriebenen Geschenke. Du hast mir überhaupt noch nie etwas geschenkt. Hast du? Du willst ja dafür nicht erst eines zwischen ins Jetzt und 50 Hochzeitsabkommen werden. Nein, dann hau ich noch rein. Die Mutter hat schon gesagt, dass der Pfeife drauf. Wenn du jetzt einen Mummel in die Knochen hast, dass er wieder so ein auslässiges Weiberleiter wünscht. Alle, aber muss man versuchen, alle Probleme diplomatisch und in Ruhe zu lösen. Aushalten. Bis zum Bitterende, Frau Rost. Bittchen, tu mir den Fall und hol dich noch aus. Mach mal eine Wärmflasche, bitte. Das ist ein Verrat, wo mir das ausgemacht hat, dass sie mich mitnimmt.